Ich muss sagen, insgesamt war das gestern, sagen wir mal, das Notwendige, was getan werden musste. Aber das eigentliche Problem war natürlich nicht die Angelegenheit mit Herrn Maaßen. Die ist jetzt so gelöst worden, wie die SPD das eingefordert hat. Aber das dahinterliegende Problem, dass wir eine Koalition haben, die jetzt seit dem Sommer durch permanente Eskapaden, insbesondere aus dem Süden, ins Schlingern gekommen ist, das hat halt immer nur einen Gewinner, und das sind nicht die demokratischen Parteien, sondern die Rechtspopulisten. Und deswegen, glaube ich, ist es jetzt zwingend erforderlich, jenseits dieser unseligen Personalie zu den Dingen zu kommen, weswegen die Koalition geschlossen worden ist. Das heißt, über Rente zu reden, über Pflege, über Arbeit, über bezahlbares Wohnen und solche Themen. Und nicht so sehr über die Frage, was wird aus Leuten, die in ihren Ämtern ungeeignet sind. Natürlich war die Schleife der letzten Woche keine gute Sache, das muss man sagen. Auf die Idee zu kommen, dass jemand, der erkennbar ungeeignet ist im Amt als Chef des Bundesverfassungsschutzes, auch noch befördert werden sollte. Das war eine Schnapsidee aus München, die man hätte sehr viel schneller zurückweisen können und müssen. Trotzdem muss ich sagen, es ist Andrea Nahles gewesen, die den nächsten Schritt gemacht hat, den Fehler auch öffentlich einzuräumen. Das machen Politiker ja nicht so häufig. Und Frau Nahles war ja nicht alleine in der Runde, sondern Frau Merkel war da auch dabei und Herr Seehofer. Und insofern, glaube ich, ist das eine gute Sache gewesen, das wieder klarzustellen. Trotzdem kann man nicht zufrieden sein mit dem Ablauf der letzten Tage. Unsere Sorgen in Bayern gelten unserem Wahlkampf und dem, dass wir möglichst gut abschneiden als SPD. Aber richtig ist natürlich, wenn jemand sich permanent als Störenfried betätigt, dann hilft das nicht, eine Koalition irgendwie erfolgreich zum Arbeiten zu bringen. Und die in der SPD, die gesagt haben, wir gehen noch mal in die große Koalition, das waren ja großer Teil unserer Mitglieder. Keiner von denen wollte ein weiter so, sondern die haben alle gesagt, da muss ich was ändern. Und deswegen sage ich nochmal, die letzten Monate waren da kein Ruhmesblatt. Unsere Leute haben ordentlich gearbeitet in der Regierung, aber das nützt alleine nichts. Deswegen geht es jetzt um zwei Dinge, nämlich erstens, dass der Koalitionsvertrag 1:1 umgesetzt wird, und zwar in allen Punkten, die verabredet sind. Und zweitens, dass die SPD, wie zu sehen war, jetzt beim Thema Rente oder beim Thema Miete, auch die Punkte formuliert, die mit der Union nicht gehen und wo man dann im Zweifelsfall in den nächsten Wahlkämpfen darüber streiten muss und die die Bürgerinnen und Bürger dann entscheiden müssen. Ich glaube, dass Frau Nahles Stärke gezeigt hat in den letzten Tagen, indem sie einen Fehler eingeräumt hat, indem sie auf die anderen zugegangen ist und dafür gesorgt hat, dass der wieder bereinigt wird. Falsche Entscheidungen muss man korrigieren und nicht vollziehen. Das finde ich ist eine gute Sache, könnte in der Politik häufiger so gemacht werden. Allerdings die erste Schleife sozusagen, die hätten wir uns sparen können. Sorgt, indem er sagt, das sei alles ganz anders gelaufen. Ja, das ist der Seehofer, den wir seit Wochen und Monaten kennen. Wundern tut das niemanden. Ich glaube, weder in seiner eigenen Partei noch in der Öffentlichkeit. Mit der Wirklichkeit hat das allerdings nichts zu tun. Wenn Sie mich fragen, ob ich müde bin, ja. Ja, die Entscheidung war notwendig, weil niemand auf der Straße die Entscheidung nachvollziehen konnte, die ursprünglich gefasst wurde. Ja, ich bin zufrieden darüber, dass Maaßen nicht mehr Chef des Verfassungsschutzes ist und dass er nicht befördert wurde. Aber man muss sich jetzt wirklich Gedanken machen, wie die Große Koalition in Zukunft zusammenarbeiten kann. Und das ist nicht nur eine Frage SPD, CDU, CSU, sondern es ist vor allen Dingen eine Frage, wie CDU und CSU zusammenarbeiten wollen. Die, glaube ich, Schwesterparteien müssen ihr Familienverhältnis jetzt mal zügig klären, weil so kann es jedenfalls nicht weitergehen. Fakt ist einfach, dass nicht über die Themen gesprochen wird, die jedem im tagtäglichen Leben eine Herausforderung sind, sondern dass permanent halt dieser Berliner Zirkus, den Seehofer vom Zaun bricht, dass der alles überlagert. Und das geht den Leuten unglaublich auf die Nerven. Aber es ist einfach auch eine Belastung von Politikvertrauen, von Vertrauen in Politik und von Glaubwürdigkeit. Das geht einfach so nicht. Dafür ist zu viel los in Europa, dafür ist auch zu viel los in Deutschland. Also es braucht jetzt einfach mal eine klare Linie und Seehofer muss sich jetzt einfach echt mal zusammenreißen, weil so geht es nicht weiter. Die Forderung, dass Maaßen als Chef des Verfassungsschutzes weg muss, ist erfüllt. Dass er nicht befördert wurde, ist erfüllt. Und jetzt muss es aber auch mit dem Thema echt gut sein. Also Schluss damit, weil das Thema muss weg. Und jetzt muss man echt nach vorne gucken. Aber es muss jetzt endlich mal Ruhe rein, damit die Leute auch wieder wirklich ein Vertrauensverhältnis zur Politik entwickeln können. Darum geht's. Sie waren ja sehr unzufrieden. Ist denn jetzt was zurückgeblieben in Ihrem Verhältnis zu Frau Nahles? Und ist die Stellung von Frau Nahles im Vorstand möglicherweise beschädigt worden?
Für mich ist es einfach so, dass ja oft gefordert wird, dass in der Politik Fehler korrigiert werden müssen und Politiker müssen eingestehen, dass auch mal Fehler zustande kommen. Ich finde, das hat wirklich auch Respekt, den hat sie auch von mir, dass sie gesagt hat, sie korrigieren das. Ich finde das gut und ich glaube auch im normalen Leben, wenn du mal echt was machst, was nicht hinhaut, dann musst du sagen können, komm, ich korrigiere das, und das hat sie gemacht. Und ich finde das eigentlich insgesamt für die Politik ein gutes Zeichen und hier auch einen anderen Führungsstil. Das kann doch wirklich ganz gut sein.